Mein Name ist Frank Gehmann, ich bin Chefarzt der chirurgischen Abteilung in Grünstadt. Das Thema des heutigen Vortrages sind die Schilddrüsenerkrankungen. Ich möchte auf folgende Fragen eingehen und hoffe natürlich, dass Sie nach dem Vortrag sie auch beantworten können. Welche Erkrankungen der Schilddrüse gibt es? Wie funktioniert die Schilddrüse? Welche Diagnostik braucht man? Wann sollte man operieren und wann kann man auch mal abwarten? Die Schilddrüse ist ein schmetterlingförmiges Organ. Es legt sich der Luftröhre an. Das Bild ganz links sieht man am allerhäufigsten. Das Bild daneben, da sieht man einen Zapfen, der nach oben zieht. Das ist auch relativ häufig. Das liegt daran, dass in der Embryonalzeit die Schilddrüse im Rachenraum liegt und bis zur Geburt nach unten wandert zur Luftröhre. Und wenn es eine Zellstraße im Laufe dieser Wanderung zurückbleibt, dann sieht man typischerweise diesen Zellverbund. Die anderen Variationen sind eher Raritäten. Wie funktioniert eine gesunde Schilddrüse? Die Schilddrüse selbst ist ein relativ kleines Organ, wiegt nur 20 Gramm, hat aber wichtige Funktionen. Es bildet nämlich das Schilddrüsenhormon. Es gibt zwei Stück davon, das T3 und T4. T3 steht für Thyrotyroxin, das T4 für Tetrahydrotyroxin. Und diese Hormone nehmen Einfluss auf sehr viele verschiedene Organe im Körper, unter anderem Herz, Kreislauf, Fettstoffwechsel, Zuckerstoffwechsel, Darmtätigkeit. Im jugendlichen Alter ist es sehr wichtig für das Wachstum und für die Reifung. Damit die Schilddrüsenhormone keinen großen Schwankungen ausgesetzt sind, gibt es einen sogenannten Regelkreis. Auf diesem Bild erkennen Sie unten die Schilddrüse als schmetterlingsförmiges Organ. Es bildet, wie gesagt, das T3 und das T4 und gibt es in die Blutbahn ab. Über die Blutbahn gelangt es dann zur Hirnanhangsdrüse, die sogenannte Epiphyse. Die misst den Hormonspiegel im Blut und sendet dann selbst ein eigenes Hormon aus, das TSH, das thyroxinstimulierende Hormon, und sagt damit der Schilddrüse, wie die Hormonlage ist. Und wenn die etwas zu tief wäre, würde sie eher mehr TSH ausschütten, um der Schilddrüse zu sagen, sie soll mehr produzieren, und andersrum genauso. Jod ist ein wichtiger Bestandteil der Hormonproduktion. Wir brauchen etwa 200 Mikrogramm Jod am Tag. Man geht davon aus, dass durch eine Jodunterversorgung zu einer Knotenbildung führen könnte. Dadurch, dass die Schilddrüse nicht genügend Jod zur Verfügung hat, versucht sie mehr zu produzieren, und man denkt, dass dadurch die Schilddrüse im Laufe der Zeit sich vergrößert und auch Knoten bilden können. Von daher empfiehlt man in unseren Breitengraden eine Jodzugabe, entweder durch Jodsalz oder durch die Ernährung Spinat, Fischprodukte oder Milchprodukte. Schilddrüsenknoten kommen sehr häufig vor. Bei den 65-Jährigen haben etwa 40% Schilddrüsenknoten, zum Teil auch ohne das zu wissen. Welche Schilddrüsenerkrankungen gibt es? Es gibt zum einen die Formveränderungen, also die Vergrößerung der Schilddrüse, die diffuse Vergrößerung, das nennt man auch Struma oder Kopf. Oder es können Schilddrüsenknoten entstehen. Die Knoten können einzeln vorkommen oder auch mehrere Knoten sein. Sie können eine normal großen Schilddrüse sein, in einer vergrößerten Schilddrüse, sodass es da viele verschiedene Variationen gibt. Die Funktionsveränderungen gibt es auch, also eine Überfunktion und Unterfunktion der Schilddrüse. Da komme ich später noch darauf zu sprechen. Dann gibt es die bösartigen Schilddrüsenerkrankungen und die Schilddrüsenentzündungen. Und mit den Schilddrüsenentzündungen möchte ich auch gerne anfangen. Da gibt es die Hashimoto-Schilddrüse. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper bildet Antikörper gegen ein eigenes Organ, in diesem Fall die Schilddrüse. Die Antikörper nennt man TPO-Antikörper. Es gibt sehr viele verschiedene Autoantikörper im Körper. Verschiedene Organe werden dadurch betroffen, die Haut zum Beispiel als Schuppenflechte, Magen-Darm-Trakt, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Es gibt viele rheumatische Erkrankungen durch Autoimmunerkrankungen, sodass, wenn die Schilddrüse betroffen ist, nennt man das zum Beispiel Hashimoto nach dem Erstbeschreiber.
Hashimoto ist aber keine OP-Indikation. Von daher bin ich nicht der Spezialist für diese Erkrankung. Hashimoto wird man eher konservativ durch eine medikamentöse Therapie behandeln. Das sind eher die Endokrinologen gefragt, diese Erkrankung zu behandeln. Es gibt Studien darauf hinweisen, dass wenn allgemeine Symptome im Vordergrund stehen, also der restliche Körper auch unter dieser Autoimmunerkrankung leidet, man durchaus eine Operation erwägen kann, in der Hoffnung, dass auch die allgemeinen Symptome dadurch besser werden. Der Morbus de Quervain ist eine sehr seltene Sache, eine unspezifische Viruserkrankung kann zu einer Entzündung der Schilddrüse führen. Morbus Basedow kommt wieder häufiger vor, das ist auch eine Autoimmunerkrankung, da sind die sogenannten TRAC-Antikörper erhöht. Typischerweise geht Morbus Basedow mit einer Schilddrüsenüberfunktion einher und man hat in 40% etwa ein Exophthalmus, das ist ein Hervortreten der Augen, sogenannte Glubschaugen. Das kommt daher, dass die Autoimmunerkrankung nicht nur die Schilddrüse betrifft, sondern eben auch das Gewebe hinter den Augen. Es führt dort zu einer Volumenvermehrung und das drückt die Augen nach vorne. Man weiß allerdings, wenn man die Schilddrüse operiert und entfernt, nicht immer dieser Exophthalmus damit behandelt wird. Es kann durchaus sein, in etwa der Hälfte der Fälle. Aber da gibt es andere Therapieansätze, um das zu behandeln. Wann entsteht eine Überfunktion? Also wenn die gesamte Schilddrüse zu viel Hormone bildet. Das nennt man eine diffuse Autonomie oder disseminierte Autonomie. Autonom deswegen, weil es nicht mehr auf diesen Regelkreislauf hört, sondern einfach die Schilddrüse Hormone produziert, ohne auf dieses TSH zu hören. Dann haben wir die autonome Adenome, das sind die Knoten, die Hormone bilden. Und wie gesagt, es gibt Autoimmunerkrankungen, insbesondere Morbus Basedow, die mit einer Überfunktion einhergehen. Was bedeutet das für den Körper? Der Körper läuft ständig auf Hochtouren. Sie haben Herzrasen, einen hohen Blutdruck, sie schwitzen viel, nehmen eher Gewicht ab, haben Durchfälle. Es gibt eine Reihe von weiteren Symptomen, die damit zusammenhängen. Das Gegenteil ist die Unterfunktion, meistens Folge einer Entzündung. Durch die Entzündung, zum Beispiel Hashimoto, werden die Zellen vernarbt, sie verlieren gesundes Schilddrüsengewebe, dadurch kann die Schilddrüse nicht mehr genügend Hormone bilden und typischerweise haben sie dann eine Unterfunktion. Oder sie sind schon an der Schilddrüse operiert worden, das heißt, sie haben zu wenig Gewebe, um ausreichend Schilddrüsenhormone zu produzieren. Das Gegenteil zur Überfunktion, das heißt, sie laufen auf Sparflamme, sie sind sehr träge, nehmen Gewicht zu, sind manchmal auch depressiv. Die Schilddrüsenknoten, glaubt man, dass sie wahrscheinlich am häufigsten durch Jodmangel entstehen. Die kann man feststellen am besten durch Ultraschall oder auch durch eine Szintigraphie. Bei der Szintigraphie wird ein Mittel gespritzt, das sich ähnlich verhält wie Jod, das sogenannte Technetium. Das reichert sich in der Schilddrüse an und anhand des Bildes, das man davon ableitet, kann man zwischen heißen und kalten Knoten entscheiden. Die heißen Knoten speichern das Technetium und stellen sich rot dar auf dem Bild und die kalten Knoten speichern das Technetium bzw. Jod eben nicht und stellen sich eben kalt dar. Die warmen Knoten, die das anreichern, nennt man auch autonome Adenome, das habe ich schon erwähnt. Die kalten Knoten können harmlose Erkrankungen sein, wie Zysten oder gutartige Knoten, aber da können auch bösartige Knoten dahinter stecken. Was braucht man zur Diagnostik der Schilddrüse? Zum einen natürlich die Schilddrüsenhormonlage, T3, T4, TSH. Dann kann man das Calcitonin bestimmen, das ist ein Tumormarker im Blut, der erhöht sein kann bei bestimmten Tumoren. Es gibt im Groben 4 Tumorgruppen. Eine Gruppe davon bildet das Calcitonin als Tumormarker. Leider bilden die anderen 3 Gruppen keinen Tumormarker, sodass lediglich das Calcitonin für die eine Gruppe bestimmbar ist.
Man kann bei Verdacht auf Autoimmunerkrankungen auch Antikörper bestimmen, Ultraschall, Szintigraphie natürlich. Wenn man einen kalten Knoten bei der Szintigraphie festgestellt hat, kann man noch zusätzlich eine MIBI-Szintigraphie anschließen. Das ist etwas Neues. Dadurch kann man die Diagnose eines bösartigen kalten Knotens etwas erhärten, wenn gewisse Kriterien bei der MIBI-Szintigraphie erfüllt werden. Man kann die Wahrscheinlichkeit einer Bösartigkeit auf etwa 15% erhöhen. Es gibt noch die Möglichkeit, eine Feinnadelbiopsie zu machen. Das ist auch nur eingeschränkt beurteilbar. Die Gewebemenge, die man dadurch gewinnt, ist sehr gering. Und wenn Sie mehrere Knoten haben und vielleicht kleinere Knoten, ist es schwierig, alle Knoten richtig zu treffen. Trotzdem ist es eine Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit eines bösartigen Knotens etwas einzugrenzen. MRT und CT sind Ausnahmeuntersuchungen im Rahmen der Schilddrüsendiagnostik. Das braucht man nur bei sehr großen Schilddrüsen oder bei einem hohen Verdacht auf eine Bösartigkeit. Wann sollte man eine Schilddrüse operieren? Wenn die Schilddrüse so groß ist, dass es eine Kompressionssymptomatik erzeugt, das heißt, es drückt andere Organe zusammen. Wenn Sie den Kopf überstrecken und es drückt im Halsbereich und Sie haben ein Globusgefühl, dann wäre das an sich schon eine Indikation. Wenn Sie von außen einen harten und fixierten Knoten ertasten können, dann ist es sehr verdächtig für einen bösartigen Knoten. Auch das ist ganz klar eine Indikation. Wenn Sie im Ultraschall und in der Szintigraphie eindeutige Hinweise für eine Bösartigkeit haben, ist das auch eine klare Indikation. Wenn Sie die Schilddrüsenknoten punktiert haben und haben ein verdächtiges Ergebnis oder das Calcitonin ist erhöht als Zeichen der einen Schilddrüsentumorgruppe. Wenn Sie zum Beispiel in der Vorgeschichte eine Bestrahlung im Halsbereich hatten, weiß man, dass da das Risiko eines Schilddrüsenkarzinoms erhöht ist. Oder Sie haben in der Familie schon mehrfach Schilddrüsenkarzinome gehabt. Wenn Sie eine Überfunktion haben und das medikamentös nicht sicher in den Griff zu bekommen ist, dann ist das auch eine klare OP-Indikation. Wenn Sie kalte Knoten haben und einfach mit dieser Angst nicht leben wollen, dass da vielleicht doch was wächst, dann würde es auch ausreichend sein, um die Operation zu machen. Eher selten sind kosmetische Gründe. Wenn Sie große Schilddrüsen haben, die man von außen schon sieht, dann machen die meistens auch schon mechanische Probleme, sodass das auch eine klassische Indikation wäre. Wann kann man denn zuwarten? Wenn Sie kalte Knoten bei der Erstdiagnose haben und ansonsten in der MIBI-Szintigraphie und in der Ultraschalluntersuchung keine typischen Zeichen einer Bösartigkeit haben, kann man durchaus zuwarten und das in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Wir würden eine 6-monatliche Ultraschallkontrolle empfehlen, am besten dort, wo es zum ersten Mal festgestellt wurde, damit man die Bilder miteinander vergleichen kann. Spätestens dann, wenn die kalten Knoten sich im Ultraschall verändert haben, wäre eine Operation sinnvoll. Was macht man, wenn man operiert, wenn man eine Knotenstrume hat? Man würde auf jeden Fall die eine Hälfte der Schilddrüse entfernen, da wo der Knoten liegt. Wenn Sie auf beiden Seiten Knoten haben, wird man beide Seiten vollständig entfernen. Wenn Sie eine Überfunktion haben, eine Autoimmunerkrankung oder eine diffuse Vergrößerung, wird man auch eher dazu raten, die Schilddrüse vollständig zu entfernen. Man geht heute dazu über, die gesamte Schilddrüse zu entfernen. Man kann durchaus kleine Reste zurücklassen, aber man hat festgestellt, dass das Operationsrisiko nicht erhöht wird, indem man die gesamte Schilddrüse entfernt. Wenn man Reste zurücklässt, ist immer das Risiko da, dass diese Reste im Laufe ihres Lebens wieder Probleme machen im Sinne von Knotenbildung oder einer Schilddrüsenvergrößerung. Wenn Sie einen Schilddrüsentumor haben, der bösartig ist, wird man die gesamte Schilddrüse entfernen müssen. Je nach Schilddrüsentyp kann es auch sein, dass man die angrenzenden Lymphknoten aus Radikalitätsgründen mit entfernen muss. Es gibt wie bei allen Sachen Ausnahmen. Wenn Sie einen bestimmten Tumortyp haben, die sogenannten papillären Schilddrüsentumore, wenn die kleiner als 1 cm waren,
wenn man das im Gesunden entfernt hat und auch wenn Restschilddrüse zurückgeblieben ist, muss man das nicht unbedingt operieren, aber das muss man individuell entscheiden. Die Prognosen der Schilddrüsenkarzinome ist in der Regel sehr gut, hängt natürlich schon ein bisschen davon ab, was für ein Typ vorliegt, aber die allermeisten haben eine sehr gute Prognose, wenn man sie adäquat behandelt. Was macht man bei der Schilddrüsenoperation, wenn man die eine Hälfte entfernen möchte? Müsste man die Verbindung zwischen dem rechten und linken Schilddrüsenlappen eröffnen. Das ist auf diesem Bild dargestellt. Bei der Operation muss man auch auf den Stimmbandnerven achten. Der Stimmbandnerv zieht zuerst nach unten und dann kehrt er wieder zurück nach oben. Deswegen heißt er auch Nervus recurrens, der Wiederkehrende, und zieht in den Kehlkopf und da ist er für die Motorik der Stimmlippen verantwortlich. So könnte das bei der Operation aussehen. SD steht für Schilddrüse, NSD stellt für die Nebenschilddrüsen. Die haben an sich nichts mit der Schilddrüse zu tun, sondern liegen eben neben der Schilddrüse, sind für den Calciumhaushalt im Körper verantwortlich, werden auch bei der Operation belassen. A steht für Arterie, N steht für Nerv. Und Sie sehen, dass dieser Nerv, der von unten nach oben auf diesem Bild zieht, direkt hinter der Schilddrüse in den Kehlkopf einstrahlt. Die Nebenschilddrüsen sind, wie gesagt, für den Calciumhaushalt verantwortlich. Die sieht man und lässt man drin, können ihrer Funktion beeinträchtigt sein nach der Operation, allein durch die Manipulation. Das wird man daran merken, dass der Calciumspiegel nach der Operation abfällt. Das kontrollieren wir standardmäßig nach der Operation. Wenn das der Fall wäre, kann man zum Beispiel Calcium-Brausetabletten geben, bis sich der Calciumwert wieder von alleine erholt hat. Die Risiken der Operation, es gibt die allgemeinen Risiken, also die Blutungsrisiken, die Infektionsrisiken. Die speziellen Risiken ist eine Funktionsbeeinträchtigung des Stimmbandnerven, da werde ich nochmal näher drauf eingehen, und auch eine Calciumreduktion durch die Manipulation der Nebenschilddrüsen. Aber beides ist Gott sei Dank sehr selten. Zur besseren Beurteilbarkeit und Kontrolle des Stimmbandnerven machen wir seit vielen Jahren eine Nervenstimulation während der Operation. Das heißt, der Nerv wird kontrolliert durch eine Nervenleitung, das kontinuierlich durch die gesamte Operation durchgeführt wird. Es gibt ein akustisches und optisches Signal. Das heißt, man kann während der gesamten Operation kontrollieren, wie der Nerv funktioniert und hat eine bessere Kontrolle, wo der Nerv liegt. Uns ist es wichtig, auch kosmetisch schöne Ergebnisse zu erzeugen. Wir müssen den Schnitt schon etwas der Größe der Schilddrüse anpassen. Das heißt, wenn die Schilddrüse sehr klein ist, kann man auch Schnitte von 2 bis 3 cm machen. Allerdings bei größeren Schilddrüsen sind in der Regel auch mal 3 bis 4 cm notwendig. Wenn die gesamte Schilddrüse entfernt wurde, haben Sie keine Möglichkeit, selbst noch Schilddrüsenhormone zu bilden. Das heißt, Sie müssen lebenslang jeden Tag eine Tablette nehmen. Das ist genau das Hormon, was der Körper bildet. Wenn Sie noch Restgewebe haben, dann würden wir eine Jodprophylaxe empfehlen. Das heißt, eine Joditeinnahme, in der Regel in Tablettenform, einfach um zu verhindern, dass im Laufe des Lebens die Restschilddrüse noch Probleme machen kann im Sinne von Knotenbildung oder Vergrößerung. Als Alternative zur Operation gibt es auch die Radiotherapie. Das möchte ich auch erwähnen. Die Radiotherapie kann man einsetzen, zum Beispiel bei einer diffusen Autonomie. Das heißt, wenn die gesamte Schilddrüse zu viel Hormone bildet, oder Sie haben ein autonomes Adenom. Das heißt, Sie haben einen Knoten, der zu viel Hormone bildet, oder ein Morbus Basedow, der noch nicht zu groß ist. In diesen Fällen kann man radioaktives Jod spritzen. Das heißt, über die Vene wird radioaktives Jod appliziert. Das reichert zwischen der Schilddrüse ein und verstrahlt die Schilddrüse von innen. Das muss man unter Quarantänebedingungen machen. Die Strahlenweite ist sehr gering, nur wenige Millimeter. Allerdings wird das Jod über die Niere wieder ausgeschieden und das muss gesammelt werden und von daher müssen Sie 3 bis 4 Tage in Quarantäne bleiben.
Wichtig zu erwähnen ist auch, dass wenn Sie einen Schilddrüsentumor hatten und wenn die gesamte Schilddrüse entfernt wurde, würde man in den meisten Fällen eine Radiojodtherapie noch anschließen, um eventuell vorhandene Zellen, die man bei der Operation nicht gesehen und erwischt hat, von innen noch zu bestrahlen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann kommen Sie gerne entweder zu mir oder zu meinem Vertreter, Herr Walter Berthold, in die Sprechstunde. Machen Sie einen Termin aus, bringen Sie bitte alle Unterlagen mit, die Sie haben, und dann werden wir Sie gerne beraten. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.